möchte Haschisch naschen, hab ich gut im Sack. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und... Das war immer noch nicht lustig. Ivans Adventskalender, Weihnachtstürchen, Geschenkladen Nummer 8. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wieso war nicht lustig? Also ich fand, das ist ein Mörder-Gag, ja. Ich meine, schau mal seine Augen an, ja. Oh, ich bin stoned, ja. Toll, ja. Du hast zu viel am Plätzchenteig genascht. Ja, also der Plätzchenteig, der ist halt schon schwer im Magen, ja. Da wird auch manchmal ein bisschen schwindelig von, ja. Vor allem, wenn man halt geheime Gewürze reinmacht, sag ich mal so. Ja, Insider werden wissen, was ich meine. Das war halt manchmal ein bisschen lustig drauf, nicht Ivan, ja. Ich muss gerade gucken, SMS. Ja, kannst du da mal mit deinem Handy weg von der Kamera? Warum? Ja, Störsignale. Ja, dann sonst, das krieg ich doch später nie wieder raus. Muss eh er weg, an oder? Hier ist hallo? Ah, hallo. Wann du nicht störst, nur bei Rasputin. Nicht wichtig. Ja. Also wirklich, ja. Also den ganzen Tag schon, ja. Schreibt er wieder SMS und so, ja, weil er hier mit seiner neuen Ische und so, ja. Hat ja gestern eine Frau kennengelernt, beziehungsweise gestern hat er mir gebeichtet, dass er eine Frau kennengelernt hat, ja, und dann gesagt, ja, was willst du überhaupt mit Frauen, ja, seit Nadja müsstest selbst du merken, dass Frauen halt nur Unglück bringen, ja, dann meinte er, ja, es ist Weihnachtszeit, ich möchte mal wieder Liebe machen, ja, habe ich gesagt, ja, wenn du Liebe machen willst, dann kannst du mit Liebe mal einen Keksteig anrühren und mir in den Ofen schieben, ja, und, naja, gut, hat er nicht so gehört, ja, seitdem irgendwie die ganze Zeit hier nur mit seiner Frau, ja. Ah, da fällt mir rein. Frau, ja, Franzi. Hallo, Noraya. Ja, die Noraya ist eine Stammzuschauerin von Rasputins Qualitätsvlog, ja, und sie hat sich jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr bei mir gemeldet, ja. Also wir stehen ja auch in Kontakt, ja. Wir chatten viel miteinander und so, ja. Und, aber sie hat momentan ein bisschen Ärger mit ihrem Freund und hat sich so aus dem Web 2.0 zurückgezogen, ja. Also so wie Xorex, aber bloß nicht so ganz so dramatisch. Ja. Also hat sich überall abgemeldet und ich kann sie gerade nicht erreichen, ja, und bitte melde dich, gibt's ja nicht mehr, ja, Jörg von Torra wurde eingeschläfert, also probiere es jetzt auf diesem Wege, ja, liebe Noraya, liebe Franzi, bitte melde dich bei mir, ich mache mir echt Sorgen um dich, ja, danke. Ja, was wollte ich noch ansprechen? Ah ja, genau, ich wollte auch noch einen anderen Stammzuseher von mir grüßen, ja, also ich habe ja schon vor Ewigkeiten gesagt, dass ich ja eigentlich nicht mehr auf Kommentare eingehen will, ja, weil, darum kümmert sich mein PR-Büro, aber ich möchte hier mal eine Ausnahme machen von der Ausnahme, die keine Ausnahme ist. Also ich möchte eine Ausnahme machen für einen kleinen Stammzuschauer aus Essen, ja, der jetzt seit ein paar Tagen sehr, sehr fleißig Kommentare schreibt, die ich nicht verstehe. Ja, hallo. Er hat auch Kommentar oder Bezug genommen auf die Gruppe 23. Ich finde es echt gut, dass du mich unterstützt in dem Kampf gegen die Teutonen, aber... Ja gut, ich meine, die Qualität spricht ja für sich und wer also nun wirklich beide Kanäle nebeneinander legt, wer beide Videos nebeneinander legt, die täglich veröffentlicht werden, der weiß natürlich, für was für eine Seite er sich entscheiden muss. Und da ich feste Überzeugung bin, dass sich Qualität langfristig durchsetzt, werden wahrscheinlich dann auch irgendwann mal die Leute zu mir kommen und die Gruppe 23... Richtig auch. Ja, sehen wir später dann. Ja. Ivan! Okay. Pass mal dein Handy aus, die Störsignale! Ja, ist nur dieser komische Rasputin. Ey, nix komischer okay. Rasputin, mach mal dein Handy aus! Jules! Ach, Ivan, das krieg ich nie wieder raus! Du-dum-dum-dum-dum-dum-dum! Ja, kann ich wieder schneiden! Oh, warum Rauch aus Küche? Oh, schwarze Rauch! Ach, oh, die Kekse! Ivan, die Kekse! Ivan! Boah, das stinkt! Boah, Ivan, mach mal das Fenster auf! Boah, Ivan, nein!